Häufig stellen wir uns einen Kampf im Mittelalter mit schweren Schwertern vor. Männer in gepanzerten Rüstungen mit Schilden, Äxten und Lanzen dreschen aufeinander ein. Aber war das Mittelalter wirklich so dunkel? Stillstand der Wissenschaften, Stillstand der Künste? Wir sind nicht dieser Meinung. Dank unserer europäischen Vorfahren und verschiedener Literarien wird uns ein Einblick in die Vielfalt dieser Künste offenbart. Sie geben uns Impulse und erlauben uns, einen individuellen Stil zu entwickeln. Was geschah, wenn die Waffen unbrauchbar wurden oder man standesgemäß keine Waffe tragen durfte? Was tat ein armer Kaufmann oder Bauer, der von einem Wegelagerer überfallen wurde? Eine Möglichkeit war es, sich waffenlos zu verteidigen. Was gehörte zur Ertüchtigung einiger Bürger, Wachleute, Knappen oder Ritter? Das edle Leibringen, Faustkampf und die Kraft der Stimme. Tatsache ist, dass für die Übung des edlen, waffenlosen Kampfes keine Sportmatten zur Verfügung standen und nicht immer war der Boden eben. Die Straßen in den Städten waren teilweise sehr unregelmäßig gepflastert, wenn überhaupt. Verschmutzt und eine gesundheitliche Gefahr für jeden, der auf den Boden geworfen wurde. Stand- und Bodenkampf waren schon seit jeher bekannt. Allerdings war die Motivation, diese Art der Ertüchtigung zu üben, oft sehr unterschiedlich.